Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Ada Tucker und Deacon St. John, kommen. Deek, hörst du mich? Hey, Tuck, gibt's was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Deacon Ende. Okay. Wollen wir aber jetzt nicht unbedingt. Wobei, wenn wir dann sowieso da in der Nähe sind. Fahrt zur Kirche Marion Forks. Das stimmt ja genau. Wir haben jetzt ja erfahren, dass höchstwahrscheinlich unsere Frau tot ist. Schon wieder. Copeland an Deacon St. John, kommen. Ja, jetzt kommt alle. Deek, bist du da? Hey, Copeland. Lass mich raten, du hast einen Job für mich, ja? Okay, ich komm rum, sobald es passt, Deacon N. Liegt das auf dem Weg? Ja, also mehr oder weniger. Steckst du, Bruder? Hey, Boozer, ich will rüber nach Marion Forks. Marion Forks? Warum das denn? Weil ich jetzt weiß, dass... Oh Mann, wie du schon sagtest, ich hab lang genug getrauert. Ich muss mich. Ahaha. Kommt auf einmal der Taxi. Das ist so kacke gemacht. Das ist so kacke gemacht. Weil ich jetzt weiß, dass... Oh Mann, wie du schon sagtest, ich hab lang genug getrauert. Ich muss mich verabschieden. Willst du rüber zur Kirche? Ich weiß nicht, ja. Vielleicht. Scheiße, Deek. Zum letzten Mal, Bruder. Ich schwör's. Deacon Ende. Ja, halt die Klappe. Ja, das ist eine Freiheit. Ich habe sie umschleichen sehen. Denken Sie, können die Bilder besser. Was mit den Fuchs? Verfolgen Sie, studieren Sie, machen Notizen in Ihre kleinen Notizbücher. Und wisst ihr wieso? Sie sind ungefährlich. Beobachten, wie lange es dauert, bis diese Mist hier sterben oder verhungern. Ich wollte Sie herausfinden, warum alle wieder aus Ihrem Verstecken und sich wieder in ihre unrechtmäßigen Machtpositionen bringen können. Das sind die Freaks auf unserer Seite. Je länger sie da sind, desto länger können die alle in ihren Bunkern verrotten. Ich krieg das hin. Die Welt mag nicht mehr uns gehören. Gut. Doch dank der Freaks gehören sie jetzt auch nicht mehr Nero. Erstmal kommen für Radio Free Oregon. Und nochmal, Cobb, du hast keine Ahnung. Die Freaks sind auf niemandes Seite und die Welt, die gehört ihnen schon längst. Jetzt muss ich auch noch für euch aufbauen, oder was hier? Sehr gut funktioniert. Rückzug, ihr habt's gehört. Yes. Das gibt's doch nicht hier. Seid jetzt blöd, um euer scheiß Camp zu verteidigen. Lass den mich noch nicht mal rein. Ja, lauf nur weiter da rum. Oh,
zu blöd zum Schießen, allesamt. Warum mache ich überhaupt noch Aufgaben für das Scheißcamp? Die werden sowieso drauf gehen, wie sie weitermachen. Aber momentan bin ich auf die Sachen vom Bike angewiesen. Ach komm, was hat Cobb dann zu bieten? Da können wir auch eben runden. Ich weiß nicht, Cobb. In den letzten paar Jahren ist ziemlich viel unglaublicher Scheiß passiert. Weißt du noch, die Anarchisten kamen letztes Jahr oder so hier durch, töteten alle, die sie sahen. Und hinterließen überall diese kleinen Steinhäufchen. Anarchisten. Ja, wir sind schon mal mit ihnen aneinander geraten. Tja, sie sind zurück. Zwei meiner Leute sind auf der Jagd über ihr Camp gestolpert. Nur Bender kam zurück. Sie sagt, es waren Anarchisten. Sie hatten alle das Symbol auf ihr Gesicht gemalt. Oh, okay. Scheiße. Wo ist dieses Camp? Ich markiere es auf der Karte. Finde sie und töte jeden einzelnen von ihnen. Wir haben genug mit den Rippern zu tun. Die Anarchisten haben uns gerade noch gefehlt. Ganz deiner Meinung. Ich finde sie. Okay. Ja, ihr passt bei uns nicht in den Kram, deswegen bringen wir euch jetzt einfach um. Das ist die neue Ordnung. Ich verstehe auch, warum ihr uns losschickt, weil die anderen können ja anscheinend kein Stück schießen. Das ist auch kein Wunder, dass die ständig drauf gehen. Wie man also schon sagt, ich glaube, mein Bett ruft mich. Ja, glaube ich auch. Ja, schlecht, aber ganz schön gut. Wird er mal hell? Danke. Ach, das sollte reichen. From the Blacking of the Dead, doesn't matter, lost in there. Gut. Dann können wir ja das Ding markieren. Nee, wir markieren. Den? Was ist das denn? Ach so, das ist das Plünderer Camp. Wollen wir das zuerst machen? Dann müssen wir aber zuerst sowieso hier hin. Genau, wir können hier hin, dann gehen wir dorthin, dann gehen wir dorthin, dann gehen wir dorthin. Ich glaube, das ist am besten. So effizient wie möglich fahren, das ist mein Ziel. Das ist mein Traum. So, vielleicht kein Problem mit. Hier kannst du gerne haben. Das ist alles, was ich heute habe. Deacon St. John. Jo. Ich hätte ganz gerne einmal Munition. Gute Wahl. Dankeschön. Ich weiß halt, was gut ist. Das hält erstmal. Ja, finde ich auch. Speziell. Jetzt werden die Freaks vor dir flüchten. Gut. Komm jederzeit wieder. Bis dann, Dick. Hey, Dick. Was hast du jetzt anzubieten? Leistung. War da noch irgendwas, was wir uns hätten holen können, möglicherweise? Da brauchen wir schon für 3. Lachgas haben wir auch. Reifen bringt nichts. Kabel haben wir. Optik. Da war jetzt nichts, was irgendwie großartig lohnenswert gewesen wäre, oder? Oh ja, komm. Sehr schönes Stück. Hier hat ein bisschen Haltbarkeit. Wieder vorbei. Wenn du so wenig Angebot hast, kann es ein bisschen dauern. Oh. Und da. Zack.
abseits des Weges. Musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen, hm? Nee. Alles verwenden. Ja, ja. Schreide nur. Und trotzdem nicht zurück. Es ist aus mit uns. Links abbiegen. Na schön. Was sind das für blaue Punkte? Achso, fein. Ah. Bisschen Vorräte auffüllen. Oh, dann mal los. Das sollte reichen. Ja. So, hier, bitteschön. Ja. Schrott. Welche Modis? Kommt ja mal wieder rein. Nester kümmern. Irgendwann. Falls es notwendig sein sollte. Oh nein. Kreischer. Ja, ja. Lass die Screamer ruhig da. Komm hier sowieso nicht rein. Schrott für. Nur über einen Schrott für. Komm, wir machen heute mal den hier. Heute rennen wir mal damit rum. Sehr ich die Kettensägen-Axt mag, sehr ich die Kreissägen-Axt auch mag, heute nehme ich den fetten Schläger. Hallo Bär. Ja gar nicht in die Richtung gefahren. Und wieder zurück. Da wollten wir eigentlich hin. Deswegen hat man jetzt auch Munition geholt. Ja.
Day to the middle of the night. Oh, what's the time? Good, 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 good. Job, du hattest recht, das sind, alle. Wow. Job, du hattest recht, das sind, Anarchisten. Hast sie gefunden? Gut. Sie haben wieder angegriffen. Einen Versorgungstrupp, der aus Tunnelow kam. Vorhin und lösch sie aus, als wären sie verdammte Kakerlaken in deinem Bett. Sie sollen wissen, dass jetzt ein neuer Wind weht und sie nicht länger davon kommen. Gefällt dir das? Die Dinge sind noch nicht beschissen genug, ha? Ist es das? Wie gefällt euch diese Art von Anarchie, ha? Ihr dachtet, ihr fallt einfach bei uns ein und macht uns fertig, ja? Oh ja, zeig ich euch mal, wie es läuft. Anarchisten, scheiße. Lange nicht mehr gesehen. Ja, verdammte Anarchisten. Mal sehen, was ihr Jungs vorhabt. Verdammter Anarchist! Wie gefällt dir das? Ich hab ihn! Ja. Diese Art von Anarchie, ha? Ihr dachtet, ihr fallt einfach bei uns ein und macht uns fertig, ja? Da oben ist noch einer. Gut. Meine Güte. Nie stressig. Tatsächlich mit der Granate wegholen muss, das ist schon ein bisschen traurig. Steinpilz, okay. War hier oben nicht noch einer? Oder ist das der da runtergerollt ist? Wahrscheinlich der da runtergerollt ist. Aha. Reserve für später. Ganz gefährlich hier. Was ist das denn?
hier sind wir los hinein. Gut, dann hätten wir das auch schon mal. Da würde ich sagen, war es auch für diese Folge. Das war's. Wenn es noch mehr von ihnen gibt, dann kapieren sie das vielleicht und halten sich von uns fern. Na, hoffentlich. Und du hast von uns gesagt. Wenn du nicht aufpasst, hörst du doch bald zum Camp. Cope Ende. Ja, da kannst du lange warten. So, auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und schönen Tag. Bye.